früh, heute geht's wieder wandern. Jetzt gehe ich mal zum Auto und hol mal den ersten Bergkenneck hier ab. Guten Morgen, hier der erste Bergkenneck. Hier der zweite Bergkenneck. Mal schauen, wie es wird. Heute geht's zum Wildalpjoch. Es ist 8.45 Uhr. Mal schauen, wie lange die Tour geht. Soll eine kurze Tour sein. Wetter ist neblig und kalt, aber wir sind für euch am Start. Die Bergkennecks with Friends. Rein. So, hier am Parkplatz angekommen, am Sudelfeld. So ist die Aussicht. Brutal. Wunderschön. Was geht ab, Milo? Si, Senor. Fertig machen. Und mal schauen, wo es lang geht. Also jetzt sieht man noch nicht so viel. Aber ich denke mal, wir müssen da unten lang. Ja. Wie viel Uhr ist, Milo? 10:30. Wir machen uns auf den Weg. Da unten sollte ein Parkplatz sein mit Beschriftung und so. Si, Senor. Let's go, oder würde ich sagen? Let's go! Wildalpjoch, 3 Stunden hoch. Hier über diesem Parkplatz geht ein Weg nach da oben. Ich denke mal, hier machen wir dann auch mal einen kurzen Stopp und trinken mal zum ersten Mal einen Schluck. Weil wir haben noch gar nichts getrunken. Wir sind richtig dehydriert. Richtung Wildalpjoch noch 1,25 Stunden und wir gehen jetzt hier lang. Auf geht's, Leute! Ein Gipfel, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber wenn ihr hoch wollt, dann müsst ihr über diesen Klettersteig, der ist sehr, sehr steil. Hier auf dem Gipfel, da sieht man das Wildalpjoch. Hier die Wolken unter mir. Von da unten bin ich hoch. War sehr, sehr steil. Bitte aufpassen bei dieser Passage. Und jetzt geht's wieder runter und weiter. Und jetzt geht's da lang. Auf geht's. Das hier sieht man so Wolken unter uns, ne? Richtig majestätisch. Da ein Meer voller Berge. So wie es gehört für die Bergkennigs, ne? Aussicht. Wildalpjoch geschafft. Yes, baby, yes, baby, yes. So, wir chillen jetzt hier, machen Pause. Genau. Hier vorne sieht man das Gipfelkreuz. Dort ist der Wendelstein. So ist die Aussicht. Egal wo, ob auf dem Berg oder beim Picknick. Oder am Strand oder was weiß ich wo, Müll mitnehmen. Milo, was sagst du bis jetzt zu der Tour? Also wir haben ja jetzt das Wildalpjoch erreicht, den ersten Gipfel. Wie war es bis jetzt? Der schwierigste war es jetzt nicht. Eigentlich war es bis jetzt der einfachste und war cool. Wie viel Uhr? Jetzt haben wir es 1. Wenn man hier schaut, da geht es danach hin zur Käserwand und hier schön Wolkendecke unter uns. So ist die Aussicht, wir snacken jetzt was und dann geht's weiter danach. So, Pause ist vorbei, ich habe mich ein bisschen eingepackt, Mütze, Jacke, ist ein bisschen frisch geworden. Hinter mir das Gipfelkreuz. Milo, kurzer Timecheck, kannst du kurz auf die Uhr schauen? Freilich. Es ist 1:30. 1:30, es geht vor. Wieder nach unten. Nach unten, nee. Erstmal zur Käserwand und dann nach unten. So ist es. Let's go. Let's go. So, dort ist die Käserwand. Wir sind gleich da. Wir sind hier bei der Käsewand, an der Käsewand. Schauen wir mal zum Schild, gehen wir mal vor. Ja, das sind 10 Minuten. So, hier ist das Schild, hier links geht's hoch. Let's go!
Käsewand angekommen, oder wie? Ja, ist cool. Wie lange hat es von meinem Gipfel gedauert? 15 Minuten. Anstrengend oder nicht? Nein. So, liebe Friends, wir haben jetzt hier einen kurzen Abstecher gemacht und jetzt geht's wieder nach unten. Chakalabanga. So, jetzt sind wir wieder bei dem Schild hier und jetzt geht's einfach da in die Richtung runter. So, wir haben uns jetzt hier hingehockt, haben nochmal eine kurze Pause gemacht. Oben der Weg war ein bisschen schwierig zu sehen, also man kann sich schon leicht verirren, aber wenn man genau hinschaut, sieht man ein paar Fußschritte und einfach da lang folgen. Kurze Pause und dann geht's weiter. Da runter. So ist die Aussicht. Oh Friends, da sieht man nochmal die Käsewand, von da sind wir runtergekommen. Alles easy. Wir sind hier fast unten angekommen, also wie man sieht, vor uns ist die Straße. Leider sind wir an einer ungünstigen Stelle raus, das heißt, wir müssen nochmal die Straße entlang zum Parkplatz laufen. 3.38 Uhr, 10 Minuten noch zum Auto. Ja, so schaut das Ganze aus. Ja, was sage ich zu der Tour, Freunde? Es war entspannt, ging schnell, ging zügig, geiles Panorama. Mehrere Hügel, die man besteigen kann, kann man sich ja noch immer optional aussuchen, welche man da drauf gehen möchte. Im Großen und Ganzen ist es schon sehr entspannt. So, wir gehen jetzt an der Straße hier entlang zum Parkplatz. Und mein Fazit zur Tour ist, die war echt chillig. Man kann auch ein bisschen klettern, wenn man Bock hat. Da gibt es ein paar Stellen so. Auf jeden Fall, im Großen und Ganzen fand ich die Tour echt chillig. Hat sich gebockt, kann man echt machen. Auch für Anfänger ist sie, glaube ich, eine gute Tour. Eins auch klasse. Top. Top. Hade.